Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserem Raphael. Und Leute, das ist die erste Folge, die ich mit dem neuen Mikrofon aufnehme. Also wenn es irgendwelche Problemchen gibt, euch irgendwas auffällt, dann gebt mir gerne Bescheid. Aber Leute, schaut, ich schlag euch nicht. Ich kann mich bewegen. Let's go! Ich bin auf jeden Fall sehr ready. Ich hoffe, ihr seid es auch. Aber wo wir jetzt hier schon einmal sind, können wir Raphael erstmal was essen lassen. Und nein, diesmal isst er kein vorgefertigtes Gemüse. Und nebenbei generieren wir unsere Zahl für heute. Die 77. Helfe ehrenamtlich aus. Süß! Raphael muss aber heute arbeiten. Deswegen wird das ein Job für Raya. Und wir sind jetzt einfach mal nett und schmeißen diesen ekligen Teller hier hin. In den Müll, weil die wird da sonst nie wegräumen. Und dann soll er doch gerne ein bisschen Musik zuhören. Denn das ist ja hier auch sein Wunsch. Und vor der Arbeit ist es vielleicht ganz angenehm. Yay, er hat es abgeschlossen und kann dann direkt zur Arbeit gehen. Er geht dann offensichtlich alleine. Und Raya ist auch wach. Ich würde aber zunächst, Moment, ich brauche Licht dafür, das Arbeitszimmer ein bisschen hübscher machen, weil wirklich, es stresst mich sehr, dass das so traurig aussieht. Es muss nicht perfekt sein, ja, aber es ist, zumindest so ein paar Sachen an der Wand wären schon cool. Ein bisschen Cash haben wir jetzt ja auch in der Bank. Und ich will dieses haben, für hier unten. Das finde ich cool. Es passt auch in den Raum und so. Ich weiß nicht, ich fühle es irgendwie. Ich dekoriere gerade mal dieses Vitrinen-Dingsi. Regal nennt man das auch. Okay, was halten wir davon erstmal? Finde ich ganz nett. Ich würde vielleicht noch eine Tischlampe hier hinstellen. Das sieht doch ganz cool aus. Vielleicht noch so ein ganz kleines bisschen Kladderadatsch hier in die Küche. Ich hoffe, dass das jetzt das Ding hier nicht beeinflusst. Aber an sich ist doch ganz süß. Macht halt schon was her, wenn da so ein bisschen Deko ist, ne? Ich würde hier vielleicht nochmal so einen Spiegel hinmachen. Toll! Ich glaube, das ist erstmal okay. Okay, und was macht sie dann? Kuchen verkaufen macht natürlich Sinn, weil Kuchen und sowas und Backen und Kochen, was auch immer, das ist ja ihre Leidenschaft. Genauso eben Freiwilligenarbeit in der Suppenküche. Ich glaube, wir machen das mit dem Kuchenverkauf. So, und wir könnten vielleicht hier noch eine Pflanze reinstellen. Wenn wir jetzt schon hier dabei sind, ne? Ein Moment. Jetzt reicht's auch. Wir fordern natürlich eine neue Herausforderung. Ist doch klar. Mittelgroß. Yay. Aber Girl, Girl vor allem. Raphael, arbeite bitte normal. Ich möchte nicht, dass du einen Burnout hast. Cosro, nein, wir gehen jetzt nicht in der Lounge. Und wir haben Rechnung. Und ich habe natürlich mein ganzes Geld ausgegeben. Deswegen können wir sie nicht direkt bezahlen. Naja, wir werden es überleben. Rocky ist gerade gealtert. Und Raya fühlt sich gut. Sie mag Gartenarbeit. Ja, meinetwegen. Chrysanthemenpflanze. Hä? Die ist doch nicht mal auf unserem Grundstück. Warum ist die hier? Sie würde natürlich immer noch gerne Zutaten vorbereiten, während sie inspiriert ist. Deswegen machen wir uns doch einfach mal dran. Diesmal klappt das wenigstens auch besser mit dem inspiriert sein, weil wir zumindest nicht mehr traurig sind. So, wir machen jetzt so viel, wie wir können. Die Frau will die ganze Zeit nur zocken. Diese Matte macht mich auch ein bisschen fertig, aber es gehört quasi zu unseren Erbstücken. Auch wenn wir offiziell dieses Feature noch nicht im Spiel haben. Jetzt ist sie energiegeladen. Why? Ach, sie denkt an Faith. Süß. Genau in dem Moment ist sie energiegeladen. Das ist nicht ihr Ernst. Am besten darf sie diesen Raum nicht verlassen, wirklich. Da ist eine Beförderung reingeflattert. Oberkrankenpfleger. Medizinische Laufbänder können nun zur Untersuchung von Patienten benutzt werden. Cool. Das heißt, er hat mehr Rechte. Bin sehr glücklich, Raphael. Und er auch. Er möchte mit seiner Schwester plaudern. Und er möchte jemanden küssen. Wollen wir mal Riley einladen vielleicht, ne? So, komm, ein letztes Mal noch. Dann knutsch ihn doch einfach mal ab. Süß, mit dem Knutschi-Pakt. Was hat das denn... Warum Eifersuchtsdrama? I doubt it, Leute. Das macht absolut gar keinen Sinn. Weil Rocky hat nichts mit Raphael am Laufen. Also, das wüsste ich. Riley hat gerade schon wieder was abgelehnt. Problematisch. 5-mal beschleunigtes Kochen verwenden. 3-mal vorbereitete Zutaten nehmen, die mit frischen Zutaten hergestellt werden. Okay. Das ist schon wieder ein bisschen schwieriger. Warum bist du... Hier ist schon wieder alles böse. Sag mal, wollt ihr vielleicht irgendwo anders hingehen? Ach, warte mal. Ihr könnt auch zusammen picknicken. Das fände ich super süß. Es ist zwar kalt, aber ist doch egal. Riley? Same. Rauferei in der Nachbarschaft? Nein. Auf gar keinen Fall. Ich weiß, dass der Geburtstag naht. Ich finde das doch auch nicht okay. Habt euch lieb, ihr süßen Mäuse. So langsam müssen wir halt uns auch mal ein bisschen sputen, ne? Weil, also, wir müssen dann echt bald Kinder kriegen. Und dann gönnt euch doch, wenn ihr jetzt eh schon auf der Decke hier seid. Dann, ne, kann man doch Dinge tun. So,
Du brauchst eh Spaß. Also, ihr seid doch süß. Also, man gönnt sich doch sonst nichts. Na, also, ab in den Burrito. Und ihr unterhaltet euch hier ganz gut, oder? Wie schaut's aus? Den Namen kann ich nicht aussprechen. Klar, viel Spaß. Bei Raya müssen wir uns auf jeden Fall auch irgendwie mal drum kümmern. Weil ich würde mich schon freuen, wenn sie irgendwie wen hätte, ne? Aber ich meine, bisher ist auf den Apps halt einfach nicht so unser Match gewesen. Aber es muss doch irgendwen geben. Diese Fische. No. Base. Slay. Ach man, irgendwie, ich fühl's alles nicht. Aber ihr seid süß, ihr Mäuse. Er ist auch freudig überrascht vom Techtelmechte. Also in so einem Burrito finde ich's, also, ne? Kann's gar nicht schlecht laufen. Oh, die gönnen sich auch nochmal. Ich hab das nicht geklickt, ich schwöre. Wir verstehen uns mit Kaizo ja eigentlich gut, ne? Es ist halt nur dieses Date, was halt irgendwie dann abrupt beendet wurde. Flirte doch am Telefon einfach mal mit ihm. Dann können wir ja mal schauen, was daraus wird. Ach, spektakulär war es diesmal auch noch. Also sie haben innerhalb von einem Tag echt im Echte gelernt, was denn noch besser sein kann, ja. Es ist spicy bei denen. Aber sie möchte auch schon wieder mit Raylan reden. Also es ist wild, ne, Raya? Du machst mich fertig. Ganz offen gesagt. What are we going to do today? Zeit für eine Massage. Och, cool. Ich würde es ja gerne mit Raphael machen, aber der Job ist wichtig. Deswegen machen wir es mit Raya. Ich meine, sie kann sich ja vielleicht im Spa mit Raylan treffen. Wir haben, glaube ich, eins, aber ich denke, ich platziere noch mal kurz ein neueres. Weil man möchte ja auch Abwechslung haben im Leben. Okay, das ist Hammer. Könnte vielleicht auch ein bisschen frisch sein, aber wir werden sehen. Also, wie gesagt, ich denke, wir werden mit Raylan hingehen. Dann schauen wir mal, ob das was wird. Ich finde auch geil, wie Rocky einfach hier in Unterwäsche vor uns tanzt, ja. Also die fühlt sich auf jeden Fall wohl bei uns. Ich würde das aber nicht irgendwie als Date oder so bezeichnen, sondern die treffen sich einfach. Und dann, ja, schauen wir mal, ob er da irgendwie Bock hat oder nicht. Rocky, ich habe gar keinen Bock auf dich gerade. Aber okay, viel Spaß. Dann lass uns doch mal kurz ein bisschen quatschen, Raylan. Lange nicht gesehen. Sie fühlt sich jetzt angezogen von ihm, weil er ein Hitzkopf ist. Sehr cool. Und dann machen wir mal einen mutigen Anmachspruch. Aha. Findet er gut? Vielleicht klappt er mit denen doch noch. Komm, Raya ist so eine, die würde ganz all out gehen, glaube ich. Oh, das findet er aber nicht so gut. Ich bin jetzt auf jeden Fall bereit für meine Massage. Natürlich muss es jetzt regnen. Ja, ich weiß, ich muss meine Rechnung bezahlen. Sie lässt es sich auf jeden Fall gut gehen. Das ist jetzt auch wichtig. Oh, Raylan macht hier erstmal Yoga. Okay, sie hat noch irgendwas erfahren und findet es jetzt wieder neutral. Also, die ist wild, die Frau. Ah, die Sonne kommt wieder raus. Wie schön. Na komm. Ja, so schlecht findet er es ja auch eigentlich nicht, ne? Oh, er muss pinkeln. Wir machen ihn mal kurz glücklich. Das kann ich nämlich jetzt nicht gebrauchen. Ich meine, es ist die Highschool-Liebe, ne? Es wäre schon irgendwie süß. Aber ich hatte selten einen Sim, der es so schwer findet, die Liebe zu finden wie Raya. Aber er ist into it. Oh. Na komm, nimm seine Hände. Vielleicht seid ihr ja jetzt endlich soweit, ne? Vielleicht braucht er einfach nur noch einen Moment länger, um es zu realisieren. Anscheinend wurden wir gerade nach einem Techtelmechte gefragt. Ach, ich kann doch nicht. Auf Wiedersehen. Leute. Ich möchte ihn jetzt zumindest nochmal knutschen. Ja, süß. Ich wollte eigentlich einen Screenshot. Naja, hat nicht funktioniert. Schade, Marmelade. Wollen wir ihn dann direkt bitten, eine Beziehung anzugehen? Eigentlich ja. Also ich meine, warum sollten wir jetzt noch lang rumschwafeln hier, ne? Süß. Ich freue mich so. Das hat sich aber jetzt auch endlich mal verdient, ne? Ich hoffe nur, dass er jetzt auch gut zu ihr ist. Und dann könnt ihr ja nochmal was zusammen trinken. Jetzt findet sie ihn wieder anziehend. Warte mal. Ach, wegen seinem Outfit-Stil wahrscheinlich, oder? Und die Farben. Oh, er mag orangefarbene Kleidung nicht. Er vor allem. Sie. Mein Gott, was ist mit zur Zeit mit mir? Mit meinen Pronomen. Ich glaube, orange ist dann ein bisschen verboten eigentlich. Aber naja. Kann ja auch nicht immer alles perfekt sein, ne? Aber süß. Ich finde schön, dass es ein Liebes-Comeback gibt. Vielleicht brauchten sie auch einfach mal ein bisschen Abstand voneinander, um zu verstehen, was sie aneinander haben. Also einen Heiratsantrag würde ich ihm jetzt noch nicht direkt machen. Sie sind beide sehr zufrieden. Süß. So soll's auch sein. Oh, und sie möchte sich jetzt noch eine Gesichtsmaske nehmen? Süß. Einfach hübsch, Girl. Einfach hübsch. Aber es ist Wellness Day. Oh. Gereizte Haut. Das brennt!
Ich wusste nicht, dass das passieren kann. Ich benutze diese Gesichtsmasken meistens nicht. Das tut mir so leid für sie. 12 Stunden? Oh mein Gott, die arme Maus. Aber jetzt kommt auch was von ihm, ne? Das ist halt auch süß. Irgendwie habe ich aber nicht gedacht, dass es halt hier zu einem Liebes-Comeback kommen könnte. Aber ich freue mich auch. Weil im Hinterkopf hatte ich halt Raylan immer, ich bin ehrlich. Er scheint nicht perfekt zu sein, muss er aber auch gar nicht sein, ne? Solange er Raya wirklich liebt. Ich denke, es ist dann aber auch langsam in der Zeit, nach Hause zu gehen. Ach, Raphael, es tut mir so leid, ich habe vergessen, das umzustellen mit deiner Arbeit. Wir können die Rechnung immer noch nicht bezahlen. Naja, wir mussten halt Deko kaufen. Mein Gott, ist halt wichtiger. Müsst ihr doch auch mal verstehen können. Ich würde Raphael aber auch gerne mal wieder Geige spielen lassen. Einfach, weil das ja auch immer so sein Ding war. Das hat er jetzt halt eben sehr lange nicht gemacht. Let's go. In der Küche. Während auch andere Musik läuft. Also, das macht man so. Kaizo scheint auch kein Problem damit zu haben, dass wir uns mit Raylan treffen. Was ist deine Meinung zu seinem Musiktalent? Sie würde auch noch mal gerne joggen gehen. Also, warum nutzt sie die Zeit nicht einfach mal? Und sie ist direkt inspiriert von seinem Geigenspiel. Und jetzt wünscht sie sich, alleine zu sein. Und das ist die größte Mut jemals. Ah, guck mal, das hilft sogar für seinen Burnout. Let's go. War natürlich alles geplant. Ist doch klar, Leute. Weil ich bin allwissend. Jetzt möchte hier irgendein Typ, dass wir spenden. Mein Bruder in Christus. Wir haben nicht mal genug Geld, um unsere eigenen Rechnungen zu bezahlen. Ich habe bestimmt keine 1000 Simoleons für den wohltätigen Zweck, auch wenn ich das total toll finde. Wir können nicht. Er mit seinem mentalen Nebel wird wahrscheinlich Probleme kriegen auf der Arbeit. Naja, kann auch nicht mal alles perfekt laufen, ne? Was willst du machen? Ich meine, gerade die Arbeit, die er hier macht, ist absolut anstrengend. Aber das soll mal das Problem für die Zukunfts-Jenny sein. Denn der Part ist an der Stelle tatsächlich schon wieder vorbei. Ich nehme schon wieder über eine Stunde auf. Also es ist immer schön. Ich vergesse aber auch immer die Zeit, wenn ich hier spiele. Weil es ist einfach so schön und es macht so viel Spaß. Ich hoffe, dass es euch natürlich auch so ergeht. Wie immer, wenn ihr irgendwie Vorschläge habt oder sonst was, ne, schreibt sie gerne in die Kommentare. Aber wir müssen uns jetzt wirklich sputen. Deswegen mal gucken, ob wir vielleicht nicht ein kleines Upsi mit Raylan vielleicht haben, wenigstens. Ich meine, mit Riley können wir auch immer noch einen Schritt schneller gehen. Aber das wird sich beim nächsten Mal vermutlich zeigen, wie fix das alles laufen wird. Wie bereits gesagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!